Ja. Der Meister macht Begutachtung. Warte mal, so machen wir das. Das könnt ihr dann noch schneiden. Hoch oben auf dem Chevy. Gut eingeparkt. Die Nacht war feucht. Ja, ja. Ich krieg mal unser Geld zurück. Was habt ihr jetzt eigentlich bezahlt? 16 Euro. Ach, die könnten wir auch mal schneller hier rausholen. Ja. Ja, das hier drüben, das hat vorher erst angefangen. Da sind die Kämme zu spitz. Ja, dafür ist er zu groß. Die Abstände auch einfach zu groß. Ja, der Papa, der wird halt eine Stunde gebucht haben und dann. Jeanettes Handy. Weile warten müssen, bis der. Stimmt. Mein Handy schwimmt. Irgendwo da drin, halt so geht's zu. Rausholen oder was? Nee, jetzt ist eh egal. Jetzt schwimmst du schon. Ja, kannst du ja mal gucken gehen. Das ist in der, bei meiner Tasche. In der vorderen kleinen Tasche, wo auch mein Portemonnaie ist. Das neue Outdoor-Handy auch abgezogen. Das ist der andere Ding, was ich. Ah, das wird eine schöne Heimfahrt, wenn es eine wird. Schön mit nassen Arsch. Weil der Sitz ist ja noch trocken. Also der Sitz ist unter Wasser. Ach, jetzt nicht mehr? Voll gesagt. Ach so! Die hinter meinem Sitz ist. Die große Reisetasche. Ja. Und dann vorne. Als eine kleine. Und was noch? Ne? Portemonnaie und das Handy. Also dort ist mein Portemonnaie und mein Handy drin. Meist lieber von irgendwann, jetzt nicht durchs Fenster. Ja, wenn das oben auf dem Sitz. Die andere Seite sieht kürzer aus. Oder so. Ja, das reicht ja.